Es ist mehr als Musik, es ist Fröhlichkeit. Mit nur wenigen Trommelschlägen lockt die 14-jährige Sandile Mkise ihre Mutter und Oma aus dem Haus. Und die tanzen, mit Freude. So wie vor langer Zeit, als die beiden so jung wie Sandile waren. Es ist ein Zulu-Tanz. Ich übe regelmäßig mit anderen Mädchen und einigen Jungs. Wir sind manchmal 50 Kinder. Wir tragen dann alle Masken. Das Tanzen ist das Highlight für die meisten Kinder hier in Dambusa, einem armen Viertel nahe Pietermaritzburg im südafrikanischen KwaZulu-Natal. Die Corona-Pandemie hat die Situation der Kinder maßgeblich verändert. Das war schön, als wir noch jeden Tag zur Schule gingen, sagt Sandile. Jetzt geht die Teenagerin und gute Schülerin nur noch einmal pro Woche zur Schule. Wir lernen nicht mehr viel. Ich habe Angst, durchzufallen. Die Lehrer unterrichten nicht mehr alle Fächer. Sandile lebt gemeinsam mit ihrer Mutter, Großmutter, drei Geschwistern, einer Cousine und einem Cousin in diesem einfachen Lehmhaus. Zwei Schlafzimmer, Außentoilette und Wasseranschluss für 10 Leute. Es ist eng, aber die Familie ist sich nah. Die Trauer um Sandiles Tante, Ayanda, vereint sie. Die junge Frau war die Hauptverdienerin. Es war schwierig, als sie starb. Meine Tante hat in einem Friseursalon gearbeitet und das Geld verdient, das wir brauchen, um Essen zu kaufen. Alle Hoffnung lag danach auf Sandiles Mutter, doch sie verlor in der Corona-Krise auch noch ihren Job. Ich bekomme Kindergeld, ja, aber es ist nicht genug, um 8 Kinder zu kleiden und einen Monat lang zu ernähren. Am 23. des Monats haben wir meist nichts mehr zu essen. Dann kommt Tandanini und hilft uns mit Lebensmittelgutscheinen. Die Partnerorganisation der Kindernothilfe hat der Familie Mkise geholfen, wieder auf die Beine zu kommen und allein stehen zu bleiben. Einmal im Monat kommen Sozialarbeiter. Diese Familie ist stark. Sie will ihre Lage selbst verbessern. Die Großmutter bat um Hilfe für einen Antrag auf Waisenrente für die beiden Kinder ihrer verstorbenen Tochter. Sie haben uns geholfen, die notwendigen Papiere vom Gericht einzuholen und notwendige Anträge zu stellen. Damit steigt das monatliche Einkommen der Familie um 40%. Alleine hätte die Oma das nie geschafft. Auch der mit Unterstützung der Kindernothilfe errichtete Gemüsegarten hinter dem Haus hilft. Ich habe hier schon Kohl, Spinat und rote Beete geerntet, sagt Sandiles Cousin. Das Mädchen weiß, Lebensmittel und auch die bereitgestellten Küchenutensilien samt Ofen helfen. Aber so richtig berührt hat die 14-Jährige eine andere Unterstützung. Im Dezember haben wir Weihnachtsgeschenke bekommen. Meine Geschwister und ich, wir haben uns so gefreut. Es war das erste Mal, dass diese Kinder zu Weihnachten Geschenke bekamen. Bei den Mkises wird wieder viel gelacht. Auch wenn die Sozialarbeiterin den Kleinsten in der Familie zeigt, wie man aus leeren Brottüten Bälle macht, mit denen man wunderbar abwerfen spielen kann. Stundenlang. Die beiden Teenager haben jetzt auch Schuluniformen. Leider können sie sie momentan nur einmal wöchentlich nutzen. Aber das heißt ja nicht, dass man darin nicht posieren kann. Denn so eine neue Uniform ist mehr als Kleidung. Sie zeigt den Mitschülern, uns geht es gut. Da fühlt man sich stolz, sagt Sandile, und glücklich. Schule und Bildung, das wird hier jedem Kind immer wieder gesagt, bereiten den Boden für eine bessere Zukunft. Deshalb spielen die Jüngeren jeden Tag Schule, stellen sich gegenseitig Aufgaben. Altes Wellblech dient als Tafel. Ich möchte Lehrerin werden, sagt Sandile. Es ist mehr als ein Traum, es ist Zuversicht. Gepaart mit Trommelschlägen, wunderbar selbstbewusst und bestimmt,
Ein wenig Unterstützung kann Zukunft gestalten.